Freunde des guten Geschmacks, ich grüße euch. Wir müssen noch einmal anfangen, weil ich hatte dieses Video schon fertig. Und zwar geht es um den Rest der Mixed, der Pudding-Serie von der Firma Shoreditch, keine Ahnung. Und es werden auch nur 5 Videos, klar. Bei 10 Flaschen sind es nicht 6, sondern 5. Und ich war mit allen durch. Ich war fertig und hatte es hochgeladen. Es war sogar online. Dann habe ich selber auch noch mal reingeschaut. Weil eigentlich mache ich es nicht. Und was habe ich gesehen? Die erste Hälfte war völlig ohne Fokus. Ich hatte einmal die Flasche gezeigt im Fokus. Und dann hat er sich nicht wieder eingependelt. Warum auch immer. Als ich dann einmal gedampft habe und der Dampf um den Fokus ging, dann hat er mich wieder gefangen. Das war aber dann die zweite Hälfte und das wollte ich uns nicht geben. Ja, deshalb fangen wir nochmal an. Ich lese jetzt einfach vor, was diese beiden Liquids bedeuten sollen und dann dampfen wir sie. So, Freunde. Ich habe auch eine neue Brille. Weil mit der alten konnte ich gar nichts mehr lesen. So, wir haben jetzt noch das Liquid Packer and Boss. Und Packer ist folgendes. Lemon Meringue. Wo wir bei Lemon Meringue sind. Wir hatten ja einen Riesenhype mit dem Diner Lady Lemon Tart. Muss man einfach sagen, hat zu dieser Zeit seinesgleichen gesucht. Eines der allerbesten Zitronenkuchen-Liquids, was ich mitgedampft habe. Vor allem, weil es auch noch eine Kastatnote innen hatte. So habe ich es empfunden. Dann kam die Boss Shots, die dem allen sehr, sehr nahe gekommen ist. Ein Aroma muss ich einfach auch erwähnen, und zwar von PG Empire, das Lemon Macaron, genau. Auch richtig, richtig lecker. Aber es gibt einen Zitronenkuchen, den hat keiner auf dem Schirm. Und ich sage euch jetzt, wer diese genannten alle in die Tasche steckt, das ist die Firma Wet Wild aus den Staaten. Die haben einen Zitronenkuchen. Tja, wie soll ich es beschreiben? Dieses Kuchige und Zitronige, das Zusammenspiel, ist der Hammer. Und das Geilste ist, dass dort 30 Milliliter, glaube ich, nicht mal 7 Dollar kosten. Und von der Qualität her, ein Wahnsinn. Woher ich das weiß? Weil ich es mal gewonnen habe. Auf Facebook. Und ich sage euch eins, Wet Wild, wenn der Versand nicht so teuer wäre, dieses Liquid, dieses Zitronenkuchen-Liquid, da lasst ihr jedes Lemon Tart für stehen. Okay, machen wir hier mal weiter. Das ist aber meine persönliche Meinung. Also, Lemon Meringue. Mit diesem Packer E-Liquid kannst du dir Zitronentörtchen in den Tank schütten. Man muss herben Zitrusgeschmack sehr sorgfältig mit süßen Backwaren kombinieren, um den perfekten Zitronen-Baiser-Kuchen zu backen. Und wir servieren ihn dir heute in Form von Dampf. Hört sich schon mal sehr geil an, dass das Marketing gut ist. Das wissen wir. Die Verpackung kann ich euch auch zeigen. Aber ich habe die komplette Pudding-Serie rausgenommen, weil die dampfe ich alle weg. Die sind alle so lecker. Also wir haben dann hier die Schachtel. Packer. Ja. Ist auch alles drauf. Ganz normal. Und jetzt ist der Fokus auch wieder da. Verdammt nochmal, das klappte letztes Mal nicht.
Und die Flasche selber muss ich gucken, weil das erste, das Peng war das, glaube ich, das habe ich schon weggedampft. Im Moment ist das Lasch da dran. Ah, Lasch ist das. Dope. Da haben wir es. Packer. Gucken wir uns nochmal die Flasche gemeinsam an. Jawohl. Alles drauf, was man braucht. Die Färbung, die lässt ja wohl nur richtig Gutes erwarten. Ja. Ich freue mich so sehr darauf, weil ich kenne es ja schon. Ich habe das Ganze schon mit euch durchgespielt. Und daher weiß ich jetzt, was mich erwartet. Und Freunde, ein Traum. Und das ist das Erste, was wie das Wave Wild riecht. Genau so, diese kuchige Sorte. Du riechst hier eine tolle kuchige Sorte und ein Zitronenguss, diesen super leckeren Puderzucker-Zitronenguss. Oh, ey. Der Geschmack ist einfach nur... Ich weiß nicht, weißt du, so langsam hört sich so an, als wenn ich was dafür kriege. Nur es ist einfach so unglaublich, diese Dessertreihe hier, ne? Sie gibt es ja auch in Shake-and-Wave-System. Dann hast du für 22 Euro, glaube ich, später 60 Milliliter. Das ist einfach wahnsinnig teuer. Das sind fast 4,40 Euro für 10 ml. Einzeln kostet die Flasche über 6,50 Euro, meine ich. Es ist alles kein Kleingeld. Und das Schlimme ist, das kannst du dir nicht als Belohnung kaufen und ab und zu nur mal tröpfeln. Wenn du mit dieser Flasche anfängst, ist sie weg. Du wirst es wegdampfen. Ich werde jetzt hier meinen Tröpfler neu stopfen, weil ich habe sogar extra neue Coils reingemacht. Oder was heißt reingemacht? Welche gewickelt? Edelstahl-Coils. Wir haben 0,2 Ohm hier. Da brauche ich es gleich nicht sagen. Achtet immer auf Akkusicherheit. Nehmt irgendwie entweder einen geregelten Akku, der das packt, wo auch ordentliche Akkus drin sind. Und wenn ihr es denn mechanisch testen müsst oder dampfen müsst, bitte, bitte, bitte achtet auf Akkusicherheit. Okay, neue Watte, neues Glück und wir sehen uns gleich wieder. Der Fokus. Okay. Dann machen wir mal weiter, Freunde. Wir haben Watte drin. Wir haben uns das kurz durch die Nase gezogen und etwas auf die Zunge getröpfelt. Wir haben die Beschreibung gelesen. Ich habe das Wort zum Sonntag abgelassen. Und jetzt dampfen wir das. Also diese Farbe hier, die bringt einem schon alleine Freude. Das ist ja auch das Schöne bei unseren ganzen Liquids. Ich finde einfach, es ist natürlich nicht immer so, aber man kann schon sehr oft an der Farbe sehen, was einen da erwartet. Und hier wissen wir bei dieser Färbung, wir kriegen jetzt eine süße, eine kuchige Note. Hier könnte auch natürlich noch Kastard-Einfluss drin sein. So, 0,1 Ohm. Da hauen wir gleich mal 36 Watt und ab geht's. Ihr seht die Dampfausbeute, klar, bei 80-20, die ist einfach enorm. Aber ich muss auch sagen, die Base, keine Ahnung, ob die mit Ethanol angemischt ist oder was, die ist einfach trotzdem noch sehr flüssig. Man kann dieses Liquid auch wahnsinnig gut noch in einem Tankverdampfer dampfen. Und hier bei dieser geringen Wattzahl habe ich schon gleich einen wunderbaren Zitronenkuchen. Das ist schon wirklich der Hammer. Ja, das wusste ich ja auch schon und deshalb haue ich es jetzt mal mit noch einem Schuss drauf.
auf 53 Watt. Ich wundere mich selbst über mich, aber diese Liquids hier werden einfach noch mal besser. Und was, welcher Effekt jetzt noch kommt bei der Wattzahl und der Erwärmung des Liquids, dieser wunderbare Baiser-Kuchen. Umso wärmer es wird, umso besser kommt die Teignote durch. Das ist wirklich so. Du merkst auf einmal mit der Wärme des Dampfes diesen Kuchen, diesen frisch gebackenen. Und dann dabei diese Zitronenglasur. Ja, das ist ein Traum. Eine Süße, die nicht überfordert und nicht zu overpowered ist. Die passt ganz genau. Das schmeichelt dir in deinem Gaumen einfach nur, ja, das, du kriegst einfach Freudentränen. Fast so gut schmeckt das. Der Flash hier, den könnt ihr wieder vergessen. Der ist so gut wie gar nicht vorhanden. Unser Nikotin-Level wird gesättigt. Das ist das Gute. Aber Flash, Throw It hast du hier nicht. Zumindest nicht bei diesem Tröpfler. Und ich kann mir vorstellen, anderer Tröpfler, anderer Throw-Hit, in einem schönen RTA wird das auch nochmal anders sein. Ich hätte es aber gerne jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, bei 53 Watt 0,19 Ohm mit 6 Milligramm. Dass ich da auch nochmal einen Throw-Hit bekomme, der das Ganze auch nochmal irgendwie im Empfinden verstärkt. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist einfach nur eins der allerbesten Zitronen-Baiser-Liquids, die ich jemals gedampft habe. Ist einfach ein Wunsch. Ich freue mich so sehr darauf, dass ich das in einem schönen Tankverdampfer dampfen werde. Es wird eine wahre Pracht. Okay, Freunde. Dann sind wir bei dem Boss. So, wir hatten ja... Hoppala. Habt ihr das gesehen? Wir sind ja jetzt fast alle Geschmäcker durchgegangen. Banane, Zitrone, Schokolade. Ne? Jetzt kommt natürlich Erdbeer. Und zwar ist das Boss Strawberry Pavlova. Keine Ahnung, was Pavlova heißt. Es ist der Boss. Unser Erdbeerfrüchte-Baiser. Natürlich, es ist der Boss. Unser Erdbeer... Nee, wer ist der Boss? Unser Erdbeerfrüchte-Baiser natürlich. Saftige Erdbeeren, Schlagsahne und Baiser, von dem du einfach nicht genug bekommen kannst, werden dich schon bald um Gnade flehen lassen. Also ich würde die gerne mal kennenlernen aus dem Marketing, die haben es schon drauf. Das ist natürlich meine Ansage. Ich meine, wir alle kennen Erdbeersahne. Wir sind damit groß geworden, verdammt nochmal. Ich sag nur One-Hit-Wonder mit ihrem Milkman. Oder was war es? 12 Monkeys mit dem Unicorn, oder wer war das mit Unicorn Milk? Jaelic mit Mother's Milk. Ach, es gibt zig Erdbeersahne-Baiser-Kombinationen, die seinesgleichen suchen und total toll schmecken. Und da ich es einfach schon weiß, will ich hier auch nicht zu viel erzählen. Ich mache neue Watte rein und dann sehen wir uns zum letzten. Falls ihr es ein bisschen kruscheln hört, das ist meine Liebste, die macht unseren alten Kühlschrank nämlich fit, weil nach vielen, vielen Jahren haben wir von unserem hart Ersparten uns jetzt mal endlich einen neuen gekauft. Das musste tatsächlich sein. Ja, und der alte muss natürlich weg. Und so gewissenhaft, wie sie eben ist, wird der vorher sauber gemacht. So, wir haben das Liquid Boss.
kurzer Blick auf die Pulle. Alles gut, alles schick. Die Färbung lässt uns genau das erwarten, was wir denken bei Erdbeer. Und was mir außerdem noch aufgefallen ist, deswegen verstehe ich nicht, warum in den Verpackungen nochmal so ein Umzettel ist. Hier kannst du das auch nochmal abmachen. Da steht doch alles. Das finde ich also Doppelgemoppel. Finde ich nicht gut. Ja, Müll produzieren ohne Ende stehe ich gar nicht drauf. Das hier wäre doch genug gewesen. Das reicht doch. Da ist doch alles drauf, was man drauf haben muss. Aber gut, sie machen es doppelt und dreifach genau. Vielleicht ist es ja auch in England noch etwas härter, soweit ich weiß. Naja, wen interessiert's? Wir legen los. Oh. Wisst ihr, welcher Geruch das ist? Das ist ähnlich jetzt wie bei diesem Lemon Meringue. Genauso dieser klassische Baiser-Geruch. Doch der hier ist weich. Ich kann ja eine Creme nicht riechen oder beschreiben. Das ist so ein... Oh, ja, ich weiß, weich eigentlich auch nicht. Aber das ist ein weicher Geruch. Ein cremig, weicher Keks-Kuchengeruch mit einer Frucht. Das riechst du jetzt schon. Frucht ohne Ende. Wir haben hier natürlich jetzt auf dem Finger keine gepflückte frische Erdbeere. Wisst ihr, was für eine Erdbeere wir haben? Eine gut temperierte Erdbeere, die du in braunen Zucker reintunkst und dann isst. So eine Erdbeere hast du hier. Eine süße, leckere, frische, nach leicht Candy schmeckende Erdbeere. Voll lecker. Hier haben wir auch wieder die Farbe, die wir brauchen bei so einem Liquid. Erdbeer wird ja meist auch leicht gelb. Man müsste dann mal gucken, wie es hier wird nach wochenlangem Stehen. Wenn es also völlig ausreift. Richtig gute Liquids sind völlig ausgereift, wenn sie an Kunden kommen. Da passiert nicht mehr viel, außer dass sie besser werden. Wie bei meinem Tabak, ja. Ich habe mir vor einem Jahr genau einen Liter davon gekauft und hatte große Angst. Da habe ich auch gefragt, was passiert denn da mit dem ein Jahr lang stehen? Es wird besser und besser und besser oder bleibt gleich. Du wirst es nicht merken. Es wird einfach nur besser und es wird dir immer, immer besser schmecken. Und ich habe jetzt noch übrig, glaube 100 Milliliter, 110 Milliliter habe ich noch über. Ja. Ne? Lass es vielleicht sogar ein bisschen mehr sein. Ne? Die Pulle war voll, Freunde. Ein Jahr lang. Also das hatte ich ja auch ungefähr ausgerechnet. Ein Jahr lang. Und ein neuer Liter ist bestellt. Und jetzt legen wir los, machen erstmal ein bisschen weniger wieder. 41 Watt. Ganz toll. Ganz toll. Ein richtig schöner Teig. Teig. Kuchenteig, der eine schöne runde Erdbeere transportiert. Flash ist nicht vorhanden. Eine ganz weich mit diesen 80-20, völlig harmonisch. Und jetzt passiert nämlich genau dasselbe wie bei dem Lemon, 54 Watt. Ich wiederhole das jetzt alles nicht. Einfach ein Traum. Ein Traum. Natürlich gibt es immer noch bessere Erdbeercreme, Erdbeersahne,
Erdbeer-Baiser, Erdbeerkuchen. Ja, ich würde ja zu gerne mal das PG Empire Erdbeerstrudel probieren. Ich habe gehört, das soll der Hammer sein. Doch das hier ist ein grundehrliches, komplexes, gutes Erdbeersahne-Baiser-Liquid, was dich einfach gut drauf bringt. Da macht mir sogar dieses Dampfen Spaß mit richtig viel Power. Ich hätte es nie gedacht, wirklich. Aber bei der Reihe hier, alleine weil die Wärme bei diesen kuchigen Sachen das Ganze nochmal nach vorne bringt, so richtig nach vorne bringt, ist das ein Traum. Wirklich. Okay, das war's. Das war die Mixed and Pudding Serie von der Firma Shoreditch. Und ich persönlich finde, das ist tatsächlich ein Versuch wert. Ich bin kein Händler und ich weiß auch nicht, warum ich das bekommen habe, aber ich habe von denen per E-Mail einen Händlercode gekriegt, wo man, wenn man sich was für 2000, 3000 Pfund was bestellt, 20% kriegt. Ich weiß nicht, wie die das machen können, weil ich denke, ein Händler zahlt ja nicht die Preise, die wir zahlen und dann auch noch 20% davon bekommt. Aber da kann ich nichts mit anfangen. Ich persönlich will auch gar keine Werbung dafür machen, weil ich das nicht darf. Ja, aber ich finde es schade, wenn es verfällt und nicht irgendeiner Bock drauf hat. Also ist das ein Geschenk? Ja, weil da gibt es gar nichts für an dieser Stelle. Wenn irgendein Händler diese Liquids hier bestellen will, schenke ich ihm den. Muss mich nur anpinnen, mache ich gerne. Noch eine Neuigkeit, ich habe sie euch gezeigt. 6 Flaschen oder 7 Flaschen à 60 Milliliter von The South LA. Ja, es ist nicht nur The Orsontown Juice, sondern auch Route 66. Also ich habe von allen drei Linien was gekauft. Da war ja der internationale Versand kostenlos. Und ich werde sie euch nicht vorstellen, weil das passiert dann genau wie bei denen hier. Wenn eins richtig, richtig lecker ist, dampfe ich es eben selbst. Und ich möchte euch diese Flaschen schenken. Nicht in diesem Liquid, nicht in diesem Video, Entschuldigung, aber mit den nächsten Filmchen, die ich zeige, gibt es immer eine Pulle und man mache es so, der das Glück hat, die geschenkt zu bekommen, darf sich als erstes aussuchen, welche er von diesen Sorten will, ja, und dann geht das so weiter, bis eben eine überbleibt. Der Versand, den muss man selber tragen, aber die Flasche, die schenke ich. Hier machen wir es so. Ich schenke euch gerne die Mixed Liquids unten. Da ist nicht mal ein Milliliter raus. Die Puddinglinie, die dampfe ich selber weg. Seht es mir nach. Ich werde euch auch nur die Flaschen schicken, weil das möchte ich gerne behalten und mir eine Wand machen oder so. Weil das finde ich klasse. Wenn mein Zimmerchen mal fertig wird, wird das wahrscheinlich hinter mir stehen. Das sieht einfach toll aus. Versand muss man selber tragen und sagen wir einfach mal Hashtag Pudding und Mixed. Also Pudding und Zeichen Mixed im Hashtag und einer von euch kann dann diese 5 zur Probe angebrochenen Mixed Liquid bekommen und sie selber mal antesten. Vielleicht habt ihr ja Bock drauf. Ich sage euch nur eins, völlig abgedreht das Zeug. Das war's an dieser Stelle auch schon wieder. Jetzt ist bei allen Präsentationen der Fokus in Ordnung. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Achtet drauf, es kommt noch ein schönes Gott und die Welt mit einem Anhang von der Custom Show Bike in Bad Salzuflen. Geile Mopeds bei. Ja.
Und was bleibt mir anderes zu sagen? Ihr wisst es schon. Das Wichtigste überhaupt ist, web safe und web on. Bye.